Hallo, willkommen zurück. Zu Diablo 2 mit dem Stefan und dem Bench. Guten Tag, beziehungsweise mit Forsthorst und mit Brotgolem. Na dann forsten wir mal weiter, würde ich sagen. Moment, ich trinke eben noch einen Schluck. So. Na, während du trinkst, verwandle ich mich zurück. Bedauerlich. Wo wollen wir denn lang? Links, rechts, hoch, runter? Ach, gehen wir mal hier durch. So. Hauptsache, wir machen uns gegenseitig die Tür zu. Das musst du dir auch mal so im Real Life vorstellen. Zwei Typen vor der Tür stehen und sich ständig gegenseitig die Tür wieder zumachen. Großartig. Guck mal, hier geht's voll rein. Oh, gute Sache. Ist ja schon mal eine kleine Party. Guck mal, hier geht's voll ab. Oh, Lediertas Markt. Drecksbogenschützen machen viel zu viel Schaden. Nicht mal. Was skill ich denn mal beim nächsten Level ab? Hole ich mir eher Skelettmagier oder hole ich mir eher Iron Maiden? Ich glaube eher Iron Maiden, oder? Dann habe ich da den Punkt Iron schon mal. Maiden wirft einfach Schaden zurück auf die Verfluchten, ne? Genau, also es wirft Schaden auf die zurück, wenn die halt Nahkampfschaden machen. Was halt gerade bei Andariel, glaube ich, sehr effektiv wird. Ja, dann mach das mal. Also ich meine, zu Andariel ist zwar halt eh noch ein Level-Up dazwischen bestimmt, aber trotzdem. Apropos Level Up. Richtig. Eiserne Jungfrau. So, dann lege ich das doch mal. Ja, wo lege ich das denn da mal hin? Das ist Leg es schon auf den Tisch. 7, 6, dann kommt das auf 5, dann kommt. Machen wir mal so. Macht das Sinn? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie gefällt mir das hier alles noch nicht. Zu viele Skills. Ja, echt mal. Na, egal. Sehe ich dann in der Praxis, wie es Sinn macht. Wer baut hier eigentlich so verwinkelte? Uah. Hier ist Party. Ich sehe schon. Relativ entspannt, muss ich sagen. No, ging ganz gut. Da liegt eine gelbe Axt, die könnte Zweihand sein. Ich Oder? gucke. Oder ist es Einhand? Nee, ist Zweihand. Ist aber nicht besser als die Badike. Wie viel Schaden machten sie? 5 bis 13. Ah, okay, das haut zurück nicht so wirklich raus. Die Badike macht ja irgendwie bis 50 oder so oder bis 40. 1 bis 27. Ah, okay. Boah, Trotzdem. wobei, Hey. ja. Pulswurm. Pulswurm. Pulswurm erinnert mich an so ein total ekliges GIF, was ich gesehen habe auf 9gag gestern. Okay. Einfach so ein großer Frosch ist, der irgend so einen weißen, wurmartigen Parasiten in seinem Auge rumschwimmen hat. Ja Auch widerlich. so total schnell, also echt ekelhaft. Müsste mir eigentlich mal anlesen, ob es Sinn macht, die Skelette aus stärkeren Gegnern zu beschwören. Aber ich glaube, bei den Skeletten ist das egal. Das macht, glaube ich, nur bei den Wiederbelebten einen Unterschied. Ja, ich glaube auch. Oh, hier geht es schon total runter, aber wir müssen erst noch den Schmied finden. Stimmt. Ne? Du weißt ja. Weil, Vielen Dank, naja, dass ihr den Horadrim-Malus und so. Charsi den Hammer verloren hat. Wie kann man seinen Hammer verlieren? Das ist unglaublich. Ja, eine Geschlechtsumwandlung, ne? Vorher war es halt Charsuk. Charsuk, geil. Der Bruder von Lasuk. Also hier ist nichts.
Mit nichts meine ich exakt nichts. Noch nicht mal Gegner. Ah doch, hier, 3 Stück. Oh, hier geht es aber noch eine ganze Menge weiter, sehe ich gerade. Ich habe mich verlaufen. Wie ungünstig. Wie gut, dass du eine Karte hast. Oh, eine gelbe Lederrüstung. Eine gelbe Miederrüstung. Und sie macht 21 Def, 7 Giftwiderstand und ein bisschen Stärke und Mana. Ja, nicht so toll. Nee. Ich müsste doch hier mal... Ah, wen haben wir denn hier? Da ist er ja. Der teleportiert sich ja. Nee. Nicht? Nee. Bei mir hat er gerade teleportiert so ein bisschen. Also bei mir stand... Vielleicht hat es aber auch einfach nur geleckt. Genau sein. Hammer. Ich mach mal ein Portal. Ich habe zwar keine Taschen als Wolf, aber den Hammer bringe ich dir trotzdem wieder. Ach, schade, jetzt sagt sie es bei mir gar nicht. Ach, stimmt. Ja. Na, egal. Handeln und reparieren, wenn ich schon mal da bin. Weg damit. Genau. Rüstung weg. Ring identifizieren, auch weg. Gott, wie ich einfach schon wieder 4 Edelsteine im Inventar habe. Ich habe in meiner Kiste 11. Warte, ich habe in der Kiste habe ich dann 9. Kistenweise Edelsteine. Richtig. Irgendwie. Magst du mal gucken, ob du mit dem... Warte mal, da ist Inventar. Mit dem Schwert mehr Schaden machst? Mit dem Schwert mache ich 12 bis 44 und mit der Badike mache ich 5 bis 53. Warte mal, 12 bis 44 und 5 bis 53? Mhm. Das Schwert ist natürlich schneller. Ja, und du hast mit der Badike auch nur einen minimal höheren Durchschnittsschaden, also irgendwie so um 0,1 höher oder so. Ja, dann nehme ich mal das Schwert. Das ist nämlich dazu auch noch Einhand, dann kannst du nämlich auch noch ein Schild tragen. Und ich bleib dann einfach bei meinem Stäbchen. So viel rumprügeln macht ja eh nicht. Ach Mensch, wir könnten uns ja auch schon total was verzaubern lassen, aber ich glaube, das mache ich später. Ja. Die ganzen Items, die wir hier finden, macht noch nicht so viel Sinn. So, dann kaufe ich mir doch eben noch mal ein bisschen Kleinkram bei Akara. Nämlich Identifikationsrollen und ja, Rest habe ich noch genug. Stäbe kann ich mir eh nicht leisten. Hab noch mal einen kleinen Smaragd in mein neues Schild gepackt, damit ich wenigstens ein bisschen Poison Resist habe gegen Andariel. Macht Smaragd im Schild über Poison Resist? No. Okay. Kannst du mir noch mal ein TP aufmachen? Oh, ich dachte, du wärst schon durch, sorry. So. Was soll ich denn jetzt sagen? Na, theoretisch, der hat wahrscheinlich nur einen Sockel, der Schild, oder? Ja. Ja, sonst hättest du halt auch einen Diamant reinpacken können, hätte ich noch gehabt, hättest du halt zu allen Widerständen gehabt. Ja, aber so lange werde ich das Schild wahrscheinlich sowieso nicht benutzen. Na, ist was dran. Na, schaffe ich es zum Ausgang zu kommen, bevor meine Ausdauer alle ist? Nein, ich denke nicht. Nicht, wenn ich dir weiter die Türen vor der Nase zumache. Das nächste ist Gefängnis, ne? Jo. Dann ist da auch total ein Wegpunkt. Champions, wie überaus angenehm. Dicke Statuen. Die guten Gargoyle-Fallen. Und Geister und Skelettmagier.
Wen juckt denn das? Oh, kleiner Zauber. Mit 6 Giftschaden. Hier kannst du haben. Den mit 1 plus 5 Blitzschaden kannst du auch haben, jetzt wo ich nicht mehr zuschlage. Nehme ich. Packe mir das ganze Inventar mit kleinen Einschadenzaubern voll. Frage mich dann, warum ich keinen Platz im Inventar habe und so schlecht Schaden mache. Oh, da steht doch garantiert was hinter. Na klar. Hörst du über Kopfhörer oder über Boxen? Kopfhörer. Okay, erstaunlich. Ja, ich halt echt teilweise deinen Spielsound mit habe. Das ist echt komisch. Das ist wahrscheinlich die NSA-App, die irgendwie alles doch noch mit aufzeichnet oder so. Ey, du kannst hier nicht einfach die Ziegenmänner stehen lassen. Männer, die auf Ziegenmänner starren. Ich wollte gerade sagen, Männer, die auf Ziegen stehen, aber irgendwie so, Moment. Also hier würdest du Level 2 gehen, wir können den Wegpunkt auch links liegen lassen. Nein, können wir nicht. Aber. Es gibt Wegpunkte, die kann man links liegen lassen, dieser hier ist aber rechts und darum nehmen wir ihn mit. Ich bin immer noch ein wenig erbost, dass die Wurmgruft keinen Wegpunkt hat. Die hätte in Level 2 ruhig mal einen Wegpunkt haben können. Ja, richtig. Aber die Schenkel der Tote. Die hat wenigstens Türen, die nicht wieder aufgehen. Du meinst, die nicht wieder zugehen? Ja. Diese Tür geht nie wieder auf. Kein Spalt. Schreckenjade der Schnelle. Dread Jade the Quick. Wie es auf Englisch einfach, also auch überhaupt gar keinen Sinn macht, aber trotzdem cooler klingt. Ja, weil keine komischen Deklinationen, Konjugationen, ich weiß es nicht mehr. Ja. Keine Wortanhängsel, die scheiße klingen, wenn man sie nicht dranhängt. Fällt gerade ein. Also entweder habe ich es nicht gehört oder der Schmied hat gar keine coole Ansage gemacht. Der bringt doch sonst immer so Sachen wie: Ich werde Waffen aus deinen Knochen machen. Stimmt. Das ist mir auch überhaupt nicht aufgefallen. Ah, vielleicht hat er sich gedacht, auch heute mal Ansage, so nö, auf den Sonntag. Nee, so. Die kommen ja eh immer nur und hauen mir auf die Omme. Ja. Oh, meine arme Omme. Geht's denn hier runter? Ach Gott, vor allem hau ich hier die ganze Zeit mit drauf für 4 bis 14 Schaden. Warum mache ich eigentlich 4 bis 14 Schaden? Wo kommt denn das her? Ein Schadenspunkt pro Charakterlevel. Ich wundere mich gerade, weil ich mache auch angeblich Giftschaden, aber ich weiß gar nicht warum. Okay. Macht echt überhaupt keinen Sinn. Die Handschuhe? Nee. Waffe auch nicht. Ach, keine Ahnung. Auch egal. Da liegt ein Zombie-Kopf, der kann aber nichts. So gar nichts? Giftschaden. Oh Gott. Kann die nicht mal als Standard-Automod irgendwie plus 1 zur Skelettbeherrschung haben oder so? Ja. Wie gut, dass ich da noch verstärkter Schaden drauf geflucht habe. Das hat sich ja total gelohnt. Ja, damit der Todesstoß nochmal so richtig schön schmerzhaft ist. Mein Desktop-Hintergrundbild hat sich gerade
gemorpht und jetzt guckt mich hier so ein riesiger Creeper an. Oh Gott, Hilfe, Hilfe. Schade, dass man Gegner nicht mit mehreren Flüchen gleichzeitig belegen kann. Ach, das ist Schleimer Faulhund. Der ist sogar unique. Wow. Und der hat ganz schön Schaden gemacht. Seiner Echt? Kannst du das nicht? Nee, das, du überfluchst die quasi. Also dann ist der erste Fluch halt weg. Der Buch ist total überflucht. Der Buch ist total überflucht. Sehr schön. Oh, aber Level Up sehe ich gerade. Ja. Dann, tja, Skelettmagier. Magier! Na, echt jetzt? Ich weiß nicht. Doch. Na, okay, einen Punkt kann ich ja reinstecken. Kann ich mir meinen. Mit Elementareffekte und so. Hatte ich nicht gesagt, so bis F10 komme ich eh nicht, um die Bandicam-Tasten nicht zu belegen. Bei F8 bin ich jetzt schon. Naja, warum ist denn hier die Tür zu? Scheiße. Wie geht's hier raus? Ach da. Ich finde, komm immer näher. Ich werde verfolgt. Ich gehe jetzt dahin, wo die Uniques blühen und die Set-Items wachsen. Denn ich bin jetzt Diablo Gandalf. Ich gehe jetzt meine Set-Items wachsen. hab nämlich Set-Shear gefunden. Diablo 2 Downhill. Aber jetzt geht es nur noch bergab. Dämonenschier sind schneller als normale Schier. Großartig. Ja, komm, die Ebene machen wir noch und dann können wir ein Poiskin machen. Jo. Oh Gott, ich brauche schon wieder einen Ausdauertrank. Und ich habe keinen mehr, fuck. Warte, ich kann dir einen droppen. Ja, ich kann auch kurz warten. Regeneriert sich relativ schnell. Aber hier, hier, hier. Ja, okay. Nimm den Trank, befehle ich dir. Nimm den Trank, befehle ich dir. Schluck ihn runter hier vor mir. Steig in den Schrank. Was? Aber warum? Ich will nicht in den Schrank steigen. Habe ich in der Grundschule schlechte Erfahrungen mitgemacht. So gab es da mal einen Schrankvorfall. Ja, einen sehr... Ich möchte nicht näher darauf eingehen. Wir wurden, wenn wir unartig waren, immer in einen Schrank gesperrt. Echt jetzt? Nein, Quatsch. Ich meine, das ist eine Dorfgrundschule, ich könnte es mir vorstellen. Ja, ist was dran. Aber nein, wurden wir nicht. Den Kindern wurde erzählt, dass der böse Schrankmann kommen wird. Ich wurde aber in der Tat mal mit einem Buch geschlagen, weil ich gequatscht habe. Und zwar seitlich ins Gesicht. Mit der Bibel? Nein, mit dem Mathebuch. Was nicht weniger dick war. Naja, schon, aber es war halt trotzdem Hardcover, ne? Ja. Haben halt zu zweit irgendwie die ganze Zeit gelabert und dann, keine Ahnung, da waren wir halt 7 oder so. Und dann wir halt nach vorne gestellt nebeneinander und er ließ das Buch schnell zwischen unseren Köpfen hin und her schlagen. Er hat euch dafür extra noch nach vorne gerufen. Ja. Krass. Ich dachte, das wäre so unerwarteter Nahklatscher gewesen. Oder so. Nein, nein. Ist extra nach vorne gerufen und dann bam, 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 bam und dann durften wir uns wieder hinsetzen. Krass. War aber auch, glaube ich, das erste und einzige Mal, dass ich in der Schule geschlagen wurde. Zumindest vom Lehrer. Richtig. Ich war auch sonst in der Schule eigentlich in erstaunlich wenig Prügeleien und so verwickelt. Also. Ah, ich auch. Da war ich immer sehr vorbildlich. meine Ausdauer hingegen ist nicht vorbildlich. Die Ausdauer ist nämlich total am Arsch.
Irgendwie ist das auch super. Je länger, also immer wenn ich hier so 10 Minuten sitze, rutsche ich in diesem Stuhl immer weiter nach unten, bis ich dann so mit dem Gesicht irgendwann unter dem Mikrofon hänge. Bis ich mit dem Gesicht, mit dem Arsch im Mikrofon hänge. Na, dann müsste ich mich auch noch drehen. Warum genau bin ich da reingegangen? Ich finde hier nicht weiter. Ich würde sagen, wir suchen einfach in der nächsten. Wobei, warte mal. Ich glaube, ich weiß total, wo es rausgeht. Okay. Ja, du läufst doch schon ganz richtig. Ich nehme nur gerade den langen Weg und habe schon wieder keine Ausdauer mehr. Oh, ist doch nicht normal. Sind auf jeden Fall noch Gegner. Und Champions. Hui, warte auf mich. Ich will die XP mit abgreifen. Warum machst du die Tür hinter dir zu? Habe ich das? Offensichtlich. Hier stehen ganz viele Magier, die das erst so alles stehen lassen. Und Drachenkiller. Drachenkiller? Ja, der heißt so. Fassbar. Ah, oh, meine Söldnerin ist aufgestiegen. Krasser Scheiß. Heidewitzka. Hier muss es doch jetzt echt irgendwo hochgehen. Oh, ein Riesenzauber. Ah, hier. Na, endlich. So, dann nehmen wir noch schnell den Wegpunkt mit und dann können wir auch total uns fürs Zugucken bedanken. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zugucken und wieder einschalten beim nächsten Mal. Und was dieser große, was dieser Riesenzauber können, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Das wird so super, das müsst ihr sehen. Bis dann. Ciao.